Wie sehr helfen vielleicht auch gerade japanische Fans hier, dass du dich einlebst? Ich glaube, gestern nach dem Training hast du auch ein Geschenk bekommen von einem Fan. Magst du vielleicht verraten, was das war? Gestern hat er eine japanische Nudelsuppe bekommen. Das ist sehr in Japan beliebt. Er kann ja natürlich nicht kochen im Hotel. Ein Ziel von den japanischen Spielern allgemein ist natürlich in der Bundesliga zu spielen. Und auch in der Bundesliga in Deutschland ist natürlich für die Japaner oder für japanische Fußballspieler sehr, sehr beliebt. Und es ist auch ein Traum von den japanischen Fußballspielern. Es ist immer noch nicht so ganz integriert, aber er fühlt sich ja wohl und dann ist, er würde gerne natürlich weiter versuchen, noch mehr Kontakt zu suchen, zu integrieren und dann Mannschaft für Mannschaft Besseres daraus zu machen. Es gibt bei Werder viele Spieler aus vielen verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen. Manche sprechen Deutsch, manche Englisch, manche Französisch. Du sprichst hervorragend Japanisch, wie ich vermute. Kannst du beschreiben, wie die Kommunikation auf dem Platz funktioniert, gerade mit dir, wenn du vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt Deutsch sprichst? Innerhalb der Mannschaft ist kein Problem. Der spricht ja Deutsch und dann die anderen Leute. Verstehst du unsere Fragen auch? Ja, Deutsch? Ja. Aber ich sollte alles übersetzen.